Geldern. Wer ist systemrelevant, wer nicht? Kommt zusammen. Mitte November in Köln-Mülheim. Die Lage des obdachlosen Kai Werner hat sich zugespitzt. Der Pflegebedürftige schafft es nicht einmal mehr in seinen Rollstuhl. Tag und Nacht ist er Wind und Wetter ausgesetzt. Als Corona-Risikopatient in Zeiten der Pandemie lebensgefährlich. Anstatt zu helfen, will das Ordnungsamt den kranken Obdachlosen nun offenbar räumen. Marianne Arndt hat deshalb ein paar Nachbarn zusammengetrommelt. Vor wenigen Tagen war das Ordnungsamt da, hat ihm nochmal ultimativ gesagt, das geht nicht mehr. Und Glück gehabt, ist noch nicht geräumt worden, aber der Druck wird sicher höher. Und auch die physische Belastung, wenn man so 6 Wochen auf der Bank lebt, das geht nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie man einen Menschen räumen kann jetzt. Weil ich bin ja nur noch ein Mensch mit ein bisschen was drumherum. Aber selbst das will man noch räumen. Wo soll er hin? In den Mehrbettzimmern der obdachlosen Unterkünfte hat er Angst vor Ansteckung. Und die Notunterkünfte müssen Obdachlose jeden Morgen wieder verlassen. Wir fragen die Oberbürgermeisterin. Es ist nicht so, dass jemand, der nicht draußen sein will, draußen sein muss. Aber das Zimmer muss er verlassen, indem er übernachtet. Das Zimmer verlässt er, indem er übernachtet hat. So wie wir auch unser Schlafzimmer verlassen und tagsüber anders agieren. Doch für gehbehinderte Obdachlose wie Kai Werner ist das keine Option. Für Marianne Arndt wird die Stadt hier ihrer Verantwortung keineswegs gerecht. Dann müssen sie tagsüber wieder raus, um abends wieder reinzugehen. Ja, was ist denn das für ein Infektionsschutz? Ist doch gar nichts. Und die 4-Bettzimmer haben doch nicht den Abstand, den die Leute brauchen. Das können wir in die Tonne klopfen. Kevin Frey und seine Mutter haben nun ihren Schrebergarten angeboten. Sie verstehen nicht, warum Kai als Risikopatient nicht von den Behörden geschützt wird. Diese Situation finden wir einfach menschenunwürdig. Und wir benutzen unseren Garten im Winter groß nicht. Und deswegen möchten wir ihm die Gelegenheit geben, auch gesundheitlich. Das ist ja nicht fördernd für die Gesundheit, was er hier macht und wie er hier lebt. Ne? Ohne Schuhe, mitten im Winter. Ohne die Solidarität der Anwohner hätte er keine Chance. Ja, aber soll sie mich nicht mehr ins CC setzen? Es ist Anfang Dezember. Noch immer keine feste Unterkunft für Kai Werner, keine Hilfe von der Stadt. Warte. Ja, einen Moment. Seine Füße sind voller Wasser, Schuhe passen ihm nicht mehr. Er kann sich kaum auf den Beinen halten. Zum Glück kann er erst mal im Schrebergarten schlafen und fühlt sich sicher, auch vor Corona. Ich meine, das Zelt war offen, hier das ist alles zu, hier ist eine Heizung, das ist ja exorbitant besser hier. Ohne die Hilfe der Anwohner wäre er aufgeschmissen. Wo sich Menschen zusammentun, findet es oft eine Möglichkeit. Aber nicht durch eine gesellschaftliche, nicht durch eine strukturelle Hilfe unseres gesellschaftlichen Systems, sondern durch die Nächstenliebe und Solidarität, die Menschen auszeichnet. Doch es bleibt eine Not- und keine Dauerlösung. Der Schrebergarten als Unterkunft für einen Pflegebedürftigen. Und das in Zeiten, wo tausende Hotelzimmer leer stehen. Natürlich ist das eine verrückte Situation. Die Hotels stehen heute leer und da wären auch adäquate und angemessene Räumlichkeiten für Menschen, gerade jetzt in dieser pandemischen Situation. Das finde ich schon fatal. Kein sicherer Wohnraum für gefährdete Obdachlose? Marianne Arndt will nicht aufgeben. Ist für mich nochmal deutlich, den Druck zu erhöhen nach Wohnung, ne? Damit die ganze Sache. Kurz vor Weihnachten bietet die Stadt dann ein Zimmer an. Doch es folgt Ernüchterung. Es sei ein Doppelzimmer mit einem anderen Obdachlosen, das Bad auf dem Flur, nicht barrierefrei. Wie soll der Gehbehinderte dort unterkommen? Als Risikopatient. So bleibt weiter nur der Schrebergarten. 13. Dezember. Die Infektionen sind bundesweit auf über 1,3 Millionen angewachsen. Auch die Zahl der Corona-Toten ist dramatisch gestiegen.